Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. In der letzten Folge haben wir ja ein bisschen Mining 101 gemacht und in dieser Folge möchte ich mal ein paar Missionen fliegen. Vorher allerdings holen wir uns die tägliche Belohnung ab. 5000 Skillpoints für Alpha und einen Booster. Okay, okay. Und nochmal Skillpoints über die tägliche Omega-Belohnung. Nochmal 13.000. Läuft. Gut, wir werden mal ein bisschen ausladen. Nicht wundern, ich habe das Profil mal zurückgesetzt oder zurücksetzen müssen. Deswegen, wir laden mal einfach alles, was wir haben hier auf der Station aus. Zack. Und hier ist dann auch unsere Kormorant. Die wird zusammengebaut. Und dann werden wir sie fitten. Und da haben wir ja Gott sei Dank Folgendes gemacht. Wir haben beim letzten Mal das Fitting abgespeichert. Also gehen wir auf Durchsuchen. Destroyer Cormorant C im RN7. Ausrüsten. Und er wird jetzt sagen... Achso, Moment mal, wartet mal. Wir wollen ja noch ein bisschen weiter. Wenn wir jedes Mal Rigs einbauen und die kaputt machen, ist das eigentlich keine so gute Idee. Nein, wir wollen die Modifikation nicht einbauen. Die folgenden Gegenstände konnten nicht ausgerüstet werden. Zeig mal, was fehlt denn da? Was fehlt denn da? Nö, sieht doch gut aus. Achso, der war ein... Die sind hier, die legen wir zurück. Das sind unsere Charges. Antimatter. Okay. So, und so schnell ist das dann tatsächlich ausgerüstet. Wir laden noch nach. Wir fliegen jetzt ohne Rigs. Das sollte bei den Level 1 Missionen hoffentlich kein Problem sein. Und das Vieh ist ja, ich sag mal, sowas von genial gefittet. Nochmal vielen, vielen Dank. Und für den Preis auch echt total in Ordnung. Ne? Wenn man mal guckt, für 4 Millionen kriegt man ein echt cooles Kampfschiff. Das finde ich schon echt richtig cool. So, wir machen Sicherheitsmissionen heute. Beim nächsten Mal können wir uns auch die Vertriebsmissionen einmal angucken. Und wir haben das Thema unautorisierte militärische Präsenz. So, jetzt musste ich doch tatsächlich die erste Mission, die wir gemacht haben, abbrechen. Und das habe ich jetzt alles mal rausgeschnitten und wir machen jetzt einfach eine neue. Also, Gespräch beginnen. Mal gucken. Bip, bip, bip. Krieg der Softdrinks. Okay, geht es da um Coiffe? Sorgen Sie das Rezept für Coiffe unleashed und bringen Sie es zu Ihrem Agenten. Beschränkungen für Schiffe. Der Zugang zu diesem Ort ist für bestimmte Schiffe nicht möglich. Um Zugang zu halten, können Sie Ihre Cormorant oder eins der folgenden Schiffe verwenden. Also, wir können die Cormorant benutzen. Ab und zu gibt es Schiffsrestriktionen, da können wir dann nicht jede Mission machen. Besorgen wir doch mal das Rezept für Coiffe Unleashed. Akzeptieren. Sehr schön. Missionen fliegen macht deswegen Spaß. Also es hat durchaus den Reiz, was zu leveln. Also man darf ja am Anfang nur mit Level 1 Agenten sprechen, ab einem gewissen Ruf dann Level 2, Level 3, Level 4. Es gibt sogar Level 5 Agenten. Gebe ich aber offen zu, habe ich noch nie gemacht. Genau. Und so, warpst du? Hallo? Ach so. Wir müssen ein System wechseln. Nicht gemerkt. Und durch das Missionieren kriegt man also ein bisschen Geld. Ich sag ein bisschen, weil, ja, das ist bei Level 4 nachher okay. Jetzt hier am Anfang ist es eigentlich Makulatur. Man bekommt aber LPs. Wobei, auch da sage ich, der LP-Store, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung ist, müsste dringend überarbeitet werden. Ich finde, die Sachen, die man da bekommt, die sind zum Teil... Ah, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da noch nichts richtig Gutes gefunden, sagen wir es mal so. Wenn es da einen Tipp gibt, was man sich mit den LP-Punkten so kaufen sollte, dann sehr gerne mal eine Info an mich. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich habe auf meinem Mainshare, keine Ahnung, ein paar Millionen LPs rumliegen und ich weiß einfach nicht, was ich damit machen soll. Und dadurch levelt man. Und nachher bei den Level 4 Missionen lohnt sich dann das Looten und Salvagen durchaus sehr. Und ja, deswegen bin ich mal gespannt, was eure Meinung zu Missionieren ist. Für mich ist das ja das zweite große Standbein neben dem Minern. Sind Missionen. Erbüsselt sind jetzt auch als großes neues, ja, möglich oder Verdienstmöglichkeit hinzugekommen, aber im Grunde, ich glaube nach wie vor ist Minern und Missionieren handeln sicherlich auch. Ich gebe aber zu, da bin ich nicht so gut drin.
Da muss man schon krass den Überblick haben, wenn man richtig handeln will. So, der haut ab. Aha. Dafür kommen drei andere. Die sind näher dran. Das finde ich gut. Wo seid ihr hergekommen? Kribbe ich euch mal ein bisschen Lack hier. So, hier zum Beispiel, wir nähern uns mal an. Ich will jetzt doch hier mal reingucken. Aber bei Level 1 Mission lohnt sich die Zeit eigentlich nicht. Ab Level 2, vielleicht Level 3 lohnt sich es dann vielleicht. Hier mal rein, Frachtraum öffnen. Naja, ein paar Mjolnirs, die können wir zumindest zerballern. Können wir hier auch schon reingucken. Inferno Rockets, die können wir nicht brauchen. Können wir hier reingucken. Metal Scraps, naja, wie gesagt. So, ab zum Warp Gate. Unserer schicken Kormorant. Und hier ist übrigens das CMRN7. Und so heißt ja auch unser Schiff. CMRN7. So. Ich bei den Grafikeinstellungen. Höher als hoch geht nicht, ne? Hoch ist hoch. Na gut. Next. Warp Antrieb aktiv. Den dann los. So. Ich glaube, der Kumpel ist der, den wir looten müssen. Oh, er holt sich noch ein paar Verstärkungen dazu. Wir haben nicht mehr... Ach so, wir hatten 80. Hm, verstanden. Tipp, 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 tipp. Erstmal alle aufschalten. 1, 2, 3, 4. Ich habe letztens erstmal ein paar Level 4 Missionen wieder gemacht seit längerem und war dann doch überrascht, dass ich relativ häufig gewarp-scrambled wurde. Das kann ja dann sogar tatsächlich ein kleines bisschen gefährlich werden. Wenn man nicht mehr rauskommt. Und dich habe ich nicht aufgeschaltet. Dein Glück. So, den erwischen wir jetzt nicht, weil er so nah an uns dran ist, dass sich unsere Kanonen nicht schnell genug drehen können, aber es hat ihnen dann auch nicht geholfen. Hohohoho. Schick. So, wo ist der Kumpel? Ist nur ein Fighter dabei. Das war... Oder das hier. Cool, sieht ein bisschen aus wie die Enterprise. Frachtraum öffnen, Antimatter nehme ich gerne mit. Und hier ist ein Cargo-Container. Dann fliegen wir da mal hin. Oh, hier. Steht Frachter rum in der Enterprise. Cool, 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 cool. So, was ist jetzt? Frachtraum öffnen, Koffer unleashed. So, dann Kurs setzen und zurück. Wir laden nach. Ja, und so funktioniert dann quasi Missionieren in Eve, in a nutshell. Mission annehmen. Vorher nochmal checken, ob die Mission vielleicht eine Fraktion beleidigen könnte, mit denen man sich gut stellen will. Also es gibt durchaus auch Missionen, zum Beispiel im Amar-Raum gegen die Kaldari oder es gibt Missionen im Minmatar-Raum gegen die Galente. Und das sollte man sich immer überlegen. Es gibt durchaus Spieler, die gewisse Bereiche nicht mehr betreten können, weil sie so einen schlechten Ruf haben. Solche Missionen lehne ich eigentlich immer ab. Man kann alle 4 Stunden eine Mission ablehnen. Wenn man das öfter als einmal pro 4 Stunden macht, dann bekommt man Rufverlust. Und ja, das ist... Kann man schon mal eingehen, das Risiko, aber sollte man nicht, wenn es nicht notwendig ist. Wobei ich jetzt letztens einen Streamer gesehen habe, der hat also tatsächlich, wie irre,
Missionen abgelehnt und irgendwie anscheinend kein Standing Loss dadurch gehabt. Falls jemand weiß, wie das funktioniert, das würde mich mal echt interessieren. Also der hat bestimmt 10 Missionen abgelehnt und es gab keine Standing Loss Meldung. Bisschen merkwürdig. Auch der Agent war, er war da irgendwie auf 8,4 oder so bei dem. Ist nicht weniger geworden. So, Mission abschließen. 71 LPs. Eine machen wir noch. Gegen die Gorista. Eliminieren Sie die Piraten. Also wir können ja auch mal gucken. Ja, ein bisschen was auch sehen. Also unser Ansehen gegenüber dieser jungen Dame ist jetzt bei 1,56. Früher hat man das auch irgendwo hier gesehen. Da. 1,6. Und wichtig ist jetzt Folgendes. Wir können mal gucken. Sie arbeitet für den Mercantile Club. Okay, so, dann gehen wir hier rauf. Interaktionen. Oh, wir haben schon irgendwie ein bisschen Minus bei der Galente. Mercantile Club. So, 9. Hier sieht man das jetzt durch die beiden Missionen. Die eine, die leider nicht auf dem Video drauf ist, und die haben wir jetzt hier Ruf gesammelt. Und wir sehen jetzt zu, dass wir den Ruf bei dieser Fraktion auf die, also wir sind jetzt schon auf einem Ruf von über 1, dann können wir alle Level 2 Agenten. Wenn wir einen Ruf von über 3 haben, können wir alle Level 3 Agenten. Bei einem Ruf von 5 können wir alle Level 4 Agenten und bei einem Ruf von 7 können wir alle Level 5 Agenten. So, das heißt, wir versuchen jetzt unseren Ruf hier zu steigern, bis wir, theoretisch könnten wir uns jetzt schon einen Level 2 Agenten suchen, ne? Aber wir werden mal ein paar Missionen machen, dass wir so vielleicht auf einen 3-0er kommen. Das geht ja auch relativ zügig. Wobei, so zügig geht's gar nicht. Nicht mal 0,1. Ah ja, okay. Reduzierte Maklergebühr. Okay, so, gut. Und hier im LP-Store können wir auch nochmal reingucken. Es sind jetzt 185. Können wir uns noch nichts leisten. Das Schöne ist, wenn man bei einer Fraktion der Kaldari kriegt man also auch die Munition, also zum Beispiel die Navy Rockets oder die Light Missiles. Das ist schon ganz cool. Das ist schon ganz gut. Also die, nee, nicht die Mjolnir, sondern die hier. Die habe ich mir immer geholt, die Scourge Heavy Missiles. Die haben dann immer noch mal eine ganze Ecke mehr Schaden als die normalen. Sind aber auch nicht ganz günstig. Was macht ihr lieber? Spielt ihr lieber, also meint ihr lieber, missioniert ihr lieber, handelt ihr? Wie macht ihr euer tägliches Brot in Eve? Habe ich die Mission nicht angenommen? Ah, muss ich docken. Dass da andocken steht. Ich suche immer nach einem D wie Dock und dann steht da A wie andocken. Verwirrend. Sprich beginnen. Akzeptieren. Abdocken. Jetzt ist hier auch unser Fenster. Das ist auch, das kannte ich auch noch nicht, dieses, dass einem diese Sachen so schön hier aufbereitet werden. Das ist total cool. Kurs setzen. Ein Jump nach Camillo. Und dann geht das schon los. So, Munition müssen wir mal gucken. Immer noch ein bisschen, aber nicht sehr viel. Wir sehen ja auch, also theoretisch können wir uns mal hier 10.000 Schuss davon zulegen. Müssen wir mal schauen. Was lernen wir gerade? Drones immer noch auf 5. Ah, ein Tag 15 noch. So, zur Position Warpen. Ah, ich glaube, ich muss Eve ein bisschen leiser machen. Raumverwerfung in Camillo.
Gut, billiger Energiesammler. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen müssen. Sie müssen alle Gegner in der Nähe ausschalten. Okay, easy. So, was haben wir hier? Immer so hell sein muss. Zu weit weg. Annähern. Der Burner. Noch nach dem Webifier drin. Da müssen wir mal den Dings einbauen. Den Multispectrum Hardener. Ja, unsere Raketen fliegen nach wie vor nur 19. Also müssen wir erstmal ran. Was ist denn ein billiger Energiesammler? Nee. Angucken wollte ich das. Betrachten. Ah. Wo sammelt er denn? Scheint aus dieser Wolke. Die orbiten hier das Ding. So, sind nah genug dran. Feuer frei. Können wir den nochmal betrachten? So, das war's schon. Kurs setzen und wieder zurück. Ja, der Nachteil beim Missionieren ist, man muss halt schon ein kleines bisschen aufpassen. Also gerade nach Level 4 Missionen, selbst im Marauder gibt es dann vielleicht durchaus mal eine Situation, man sollte dann einfach ein bisschen aufpassen, also komplett dann mal 10 Minuten vom Rechner weggehen, das ist nicht. Das kann man bei Minern schon mal machen mit dem richtigen Schiff und den richtigen Drohnen, dann hat man eigentlich keine Gefahr. Natürlich kann man mal gegankt werden, das passiert meiner persönlichen Meinung, aber in den richtigen Systemen relativ selten. Und deswegen passt das eigentlich ganz wunderbar. Ich finde, es ist eine schöne Abwechslung. Und das Fighten in Eve ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Ich bin nicht so der PvPler. Habe ich ja schon mehrfach gesagt. Das heißt, Missionen ist dann so meine Art, mich ein bisschen auszutoben. Es ist eigentlich immer eine schöne Abwechslung. Wenn man mehrere Chars hat, kann man es zum Beispiel so machen, dass einige Chars dann minern und während die ganz entspannt minern, kann man selber eine Mission fliegen mit einem Char. Das ist schon, das funktioniert schon ganz gut. So. Dann Gespräch beginnen, Mission abschließen. Gucken wir uns noch die nächste an, die ist gegen Sancha. Und wir haben jetzt ein effektives Ansehen von 1,7. Das hier ist wieder ein kleines Stückchen hochgegangen. Hier sind wir jetzt bei 0,94. Ja, Level 1 Mission geht es natürlich relativ schleppend. Wir könnten uns jetzt einen Level 2 Agenten suchen. Wie würden wir das machen? Das können wir über die Agency machen. Agenten, Missionsagenten, Sicherheitsagenten. Und dann suchen wir die Fraktion. Was haben wir gesagt? Das ist Kaldari, ne? Kaldari und dann ist das irgendwas mit M. Mercenary Club. So, Standing ignorieren. Wobei, wir können das Standing mal anlassen. Dann sehen wir, dass wir Level 2 Agenten in Hahynada hätten wir einen Level 2 Agenten. Das wäre, glaube ich, interessant, dass wir uns dann nochmal 3 Sprünge rüber verlegen. Und da dann noch ein bisschen weitermachen. Dass wir dann ein bisschen zusehen. Aber in der nächsten Folge möchte ich eigentlich ganz gerne nochmal erstmal eine Abyssal machen. Da kann ich jetzt in der Folge hier schon einmal gucken. Da suchen wir die friedlichen, ich sag mal vielleicht elektrisch. Oh ja, das ist teuer. Sind das nur die elektrischen, die so teuer sind? Ja, dann nehmen wir eine andere. Wir können ja mal gucken, was hatte denn Gamma nochmal? Gamma. Die Umgebung von Schiffe in dieser Umgebung erhalten Bonus auf ihre Schild-HP. Ja, das ist okay. Abzüge auf die Explosionsresistenz. Ja, dann können wir die. Also für 12.000 kann man das durchaus mal machen. Wir werden ein bisschen machen und wir werden uns die Vertriebler mal angucken. Können ja mal gucken, was die hier für uns haben. Das ist tatsächlich einfach nur Fracht transportieren. So eine Puppe hier. Sehr lebensechte Puppen für kleine Mädchen, na Gott sei Dank.
Hier steht jetzt leider nicht, wie viele Jumps das ist. Sandkassen. Achso, das müssen wir da abholen. Da können wir mal gucken. Sand müsste schon reichen. Sonnensystem. Ein Jump entfernt, ne? Ein Kubikmeter. Können wir mit einem Shuttle rüber. Haben wir einen Shuttle mit? Ja. Also, schnell verdientes Geld. 60.000 paar LP-Punkte. Easy. Wisst ihr was? Was machen wir schnell noch? Komm. Egal. Schiff zusammenbauen. Change Name. Shuttle. Habe ich die angenommen? Ja. Zack, 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 zack. Alles weg. Abdocken. Da können wir mal gucken, wie schnell man so eine Mission machen kann im Shuttle. Da dauert das Abdocken und Andocken wahrscheinlich am längsten. Kurs setzen. Und los. Das Shuttle ist insta im Warp. Shuttle selber hat 5 AEs, das ist okay. Ich habe jetzt erst gelesen, vor kurzem, dass das Shuttle immun gegen, oh Gott, jetzt die deutschen Worte, Unterbrechungsfeldwerfer und Warpstörfeldgeneratoren und mit mobile, mittelgroße und große Warpstörer. Das heißt, man kann mit einem Shuttle ganz entspannt scouten, weil man nicht, nicht in der Bubble festhängen bleibt. Das ist schon sehr cool. Also im 0-0 dann. Das ist, habe ich nicht gewusst. Ich wünschte, es gäbe eine Fregatte, die das könnte. Eine einzige. Dass man ein bisschen was ausrüsten könnte. Aber das haben sie wahrscheinlich mit Absicht gemacht. Haben wir hierfür eigentlich einen Skin? Ja, im Shuttle kann man ja nichts ausrüsten. Gar nichts. 10 Kubikmeter Frachtraum. Muttertagsarbeiter. Andock-Erlaubnis erteilt. So, Gegenstände. Kleine Puppe. Ab in den Frachtraum. Abdocken. Dann geht's direkt zurück. Ich weiß gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Vertriebsmission habe ich nie wirklich gemacht. Muss man nachher auf Level 4... Braucht man dafür dann einen Frachter zum Beispiel? Also ist es dann sehr, sehr viel an Volumen, sodass das gar nicht mehr jeder machen kann? Das wäre natürlich cool. Und gibt es dann auch die entsprechenden Belohnungen dafür? Oder lohnt sich das eigentlich nicht? Weil wenn ich so einen Frachter für 1,5 Milliarden kaufen muss, dann würde ich natürlich auch erwarten, dass ich wenigstens mal so ein paar Millionen für so eine Mission kriege. Aber ich gehe mal davon aus, je weniger Risiko, desto weniger Belohnung. So, und noch einmal docken. Könnten wir eigentlich mal gucken? Ist auch beim Mercer Center. Also die Mission gibt uns bei der gleichen Korb dann Ruf. Das ist natürlich tipptopp. So, angedockt. So. Und Gespräch beginnen, Mission abschließen. So, zack. Und jetzt gucken wir hier nochmal. 0,96 hat wieder ein bisschen was gegeben. 0,02. Junge, Junge. Nicht so viel. Und was ist die nächste Mission? Fliegen Sie zu einer Angel und warten Sie auf eine Lieferung. Bringen Sie den Gegenstand zu Ihrem Agenten. Okay. Gut, das machen wir wirklich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wie immer, fly safe. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.